13. bis zum 16. März versammelten sich ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Migranten und Migrantinnen aus Münster und den Partnerstädten Enschede, Christiansand und Mühlenhausen. In unterschiedlichen Workshops haben sie sich intensiv zum Thema Migration und Integration ausgetauscht und diskutiert. Diese Ergebnisse wurden dann in der Rüstkammer des Rathauses in Münster vorgestellt. Einer der Veranstalterinnen, Anja Tillhorst, hat uns zu diesem Anlass ein paar Fragen beantwortet. Also das Projekt Migration in My Town war ein Projekt, das Teilnehmer aus den Partnerstädten Christiansand und Mühlhausen sowie aus der Nachbarstadt Enschede und natürlich auch Teilnehmer hier aus Münster zusammengeführt hat, um über Migration und verschiedene Aspekte von Migration zu sprechen. Insgesamt hatten wir rund über 30 bis 35 Teilnehmer. Aus den Partnerstädten hatten wir jeweils circa 5 Teilnehmer. Die Vorbereitungen haben bereits letztes Jahr im Sommer begonnen, weil wir auch Fördermittel bei der EU dafür beantragt haben. Da haben wir dann schon das Konzept für das Projekt entwickelt und die Anträge geschrieben für die Fördermittel und dann halt auch die Organisation und die Partnerstädte informiert und naja, die heiße Phase seit Januar. Das Ziel war, in einen Austausch zu treten. Und zwar denke ich oder denken wir, dass in verschiedenen Städten und in verschiedenen Ländern gute Ideen existieren, wie man Menschen integrieren kann und wie man Menschen willkommen heißen kann und wie man ihnen helfen kann, hier anzukommen. Und daher dachten wir, dass es Sinn macht, diese Ideen und diese Ansätze eben einfach auszutauschen. Und das geht am besten, indem man halt zusammenkommt und darüber diskutiert.